Bist du bereit? Ja. Ja? Okay. Guck mal, das ist Olga. Ja? Das Hallo. Ist Pavel. Und ich habe Olga schon lange versprochen, dass ich sie mal entführe in irgendeine schöne Stadt. Einfach zum Spazieren gehen, zum Fotografieren. Aber ihr kennt uns, wir können nicht einfach so spazieren und fotografieren. Wir machen unbedingt was für euch. Und heute haben wir gedacht, okay, wir geben euch unsere Tipps zum Thema Stadtfotografie. Weil in der Stadt fotografieren ist nicht immer einfach. Es gibt zwar tolle Motive, aber es gibt viele Menschen, es gibt viele störende Sachen. Ja? Also ich störe Olga zum Beispiel immer beim Shoppen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall werden wir euch heute sagen, wie wir fotografieren, was wir fotografieren, sodass wir nach Hause mit Top-Motiven kommen und zum Beispiel ein schönes Fotobuch machen können. Ja? Also das ist das Thema heute. Unser Tipp Nummer 1, Umgang mit Sehenswürdigkeiten. Wir sind jetzt hier gerade an einem Ort, wo ein Museum ist und ich finde, die Architektur ist sehr schön, sehr interessant, aber seht ihr, was im Hintergrund ist? Also wenn man zu spät kommt, dann ist alles voll, zu viele Menschen und Sehenswürdigkeiten so fotografieren, wenn man das zum Beispiel aus Reisekatalogen kennt, ist einfach nicht möglich. Deshalb, wenn ihr Sehenswürdigkeiten fast ohne Menschen fotografieren wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder steht er früh auf, zum Beispiel um 5, um 6, gut, dann muss man ab und zu mal Stativ mitnehmen, weil es einfach zu dunkel ist, aber dann habt ihr generell keine Menschen im Bild, dann ist alles frei, das ist natürlich absolut genial und ja, dann könnt ihr die Motive machen wie im Katalog. Ja? Aber wollt ihr das wirklich? Wollt ihr zum 1000. Mal Eiffelturm fotografieren? Wollt ihr zum 1000. Mal London Bridge fotografieren oder Tower oder wollt ihr zum 1000. Mal irgendwas fotografieren, was jeder kennt, zum Beispiel La Sagrada Familia? Ja, das wollt ihr nicht, weil man kann eine Postkarte kaufen und das ist viel besser. Ja, deshalb fotografiert ein bisschen anders, fotografiert so, dass das nicht bei jedem aussieht. Und wie das geht, also das werde ich schon in den nächsten Tipps erzählen. Ja, wenn wir auf der Reise sind in irgendeiner Stadt, die wir noch nicht kennen, alles sieht neu aus. Also ich fange immer an, im Metro zu fotografieren, weil Metro in jeder Stadt ist anders. Für mich ist dreckigste Metro eigentlich New York, aber sehr malerisch. Das ist so morbide, das erinnert mich ein bisschen an Lost Places. Deshalb, also Metro fotografieren lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn er ungewöhnliche Perspektiven nutzt, wie jetzt zum Beispiel auf dem Bild, was ich in München aufgenommen habe, dann ist das ein Bild, was auf jeden Fall Aufsehen erregt, was viele Leute toll finden, was viele Leute interessant finden. Und ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, wie ein bisschen von unten fotografiert mit Weitwinkel und bitteschön haben wir das. Was kann man aus dem alltäglichen Leben noch fotografieren? Allein die Türgriffe. Also mit Türgriffen kann man so viel anfangen. Also solche Türgriffe sind in Deutschland einfach verboten, weil sie rund sind. Ja, und deshalb, also ich fotografiere sie am liebsten irgendwo im Ausland, also jetzt speziell in Spanien, da gibt es Türgriffe. Allein mit Türgriffen kann man schon ein Buch füllen. Dann gibt es natürlich auch noch andere Motive, zum Beispiel Hydranten und so weiter. Das sind alltägliche Dinge, die anders sind. Also die sehen nicht nur anders aus, also die werden quasi in die neue Umgebung integriert und so bekommen wir ein Gesamtbild, so bekommen wir ein Gesamtbild von der Stadt und mit diesen Momenten können wir natürlich das Leben in der Stadt unterstreichen. Auch zum Beispiel Märkte, die finde ich absolut genial. Mit Märkten kann man auch Bücher füllen. Also das ist das, wo wir sagen, okay, mit Fotos können wir das Leben einer Stadt sehr gut beschreiben. Und das ist viel besser als irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die schon jeder kennt. Apropos Menschenmassen. Ja, also wir haben jetzt eine Straße erwischt, mitten in Barcelona ist es fast niemand da. Ja gut, weil das ist so eine kleine Gasse. Übrigens meine absolute Empfehlung, dass ihr in solchen Gassen fotografiert, weil hier gibt es viel zu entdecken. Und falls ihr tatsächlich die Zeit erwischt, wo viele Leute unterwegs sind, dann könnt ihr Blick nach oben richten. Also wenn wir nach oben schauen, dann können wir nicht nur ohne Menschenmassen fotografieren, dann können wir auch ganz tolle Sachen entdecken. Ja?
Ich habe jetzt hier nichts Ungewöhnliches. Ich habe euch schon berichtet, dass ich mit kleinen Kameras sehr gerne fotografiere und sehr erfolgreich fotografiere. Vor allem, ich muss jetzt nicht so viel schleppen. Und hier, schaut mal, kein außergewöhnlicher Weitwinkel. Wir haben 24 mm, das ist das, was die meisten Kameras bieten, ob groß oder klein. Kamera spielt sowieso keine Rolle, wichtig ist die Perspektive. Ja? Und schaut bitte, wenn ich jetzt nach oben schaue und alles richtig mache, dann bekomme ich Ausblicke, die man normalerweise nicht bekommt. Ja? Weil alle fotografieren so, ich sehe jetzt hier gerade vier Mädchen, die fotografieren einfach so mit ihren Smartphones. Ja, das kann jeder. Aber hier, wenn ich jetzt sehe, da gibt es zum Beispiel Maria, Mutter Gottes und andere. Also das sieht auf jeden Fall richtig cool aus und scheut euch nicht, dass das irgendwie jetzt dunkel aussieht. Ihr könnt sogar so machen, dass ihr Belichtungskorrektur im Minusbereich macht, zum Beispiel minus ein Drittel und am Ende könnt ihr in Photoshop und in Lightroom alles ausbügeln. Also vergesst bitte nicht, Blick nach oben zu richten, lohnt sich. Wir haben schon über die Türgriffe gesprochen. Ja, das ist natürlich ein Thema, womit wir Bücher füllen können, aber es gibt nicht nur Türgriffe, es gibt richtig faszinierende Details. Ich habe da zum Beispiel die Laternen entdeckt. Laternen sind natürlich auch ein Muss, nicht nur, weil sie schön aussehen, man kann sie später auch einschalten. Und wenn ich jetzt die Laternen fotografiere, dann positioniere ich sie im Bild so, dass sie richtig imposant aussehen, dass sie richtig schick aussehen, dass wir mit geometrischen Formen ein bisschen spielen. Dazu kommen wir ein bisschen später. Und ich werde jetzt einfach die Laternen so fotografieren, dass sie mir gefallen. Also ich versuche, dass die Laternen jetzt einfach mal frei hängen. So. Immer die Perspektive wechseln. So. Und das sieht natürlich absolut schick aus. Und wie gesagt, also nicht nur Details, nicht nur Laternen, nicht nur Türgriffe, sondern auch Strukturen. Ihr kennt meine Composings. In meinen Composings verwende ich immer Strukturen. Und diese Strukturen gibt es gratis in jeder Stadt. Das sind jetzt zum Beispiel die Strukturen, die ganz leicht sind. Also die nenne ich Primärstrukturen. Und es gibt Strukturen, die etwas komplizierter aussehen. Zum Beispiel, ja gut, Graffiti ist nicht schön, ja, aber Holzstrukturen. Auf jeden Fall das, was wir an den Türen nehmen können oder Steinstrukturen wie hier, das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen anders. Konzentriert euch auf die Details und Details können natürlich auch floraler Natur sein. Wir haben jetzt viele Blümchen entdeckt, also wenn ihr Blümchen fotografiert, dann ist es natürlich auch schön. Ja? Nebenbei kann ich euch einen Gestaltungstipp für Fotobuch geben. Also wenn ihr ein Fotobuch macht, versucht Fotobuch nicht komplett mit totalen Aufnahmen zu füllen. Das ist Blödsinn. Ja? Also Abwechslung macht Sinn, weil mit Abwechslung könnt ihr das Buch sehr spannend gestalten. Ich habe schon viele Fotobücher gesehen, Freunde von uns, die fahren auch viel rum und dann zeigen sie mir Bücher und dann fange ich an zu schimpfen, weil ich sage, ja, warum habt ihr immer das Gleiche fotografiert? Also nicht das Gleiche, sondern 20 mal verschiedene Straßen, 20 mal Gebäude, die so ähnlich aussehen. Ja, also man kann das kombinieren und man kann natürlich viel spannender gestalten. Ein kleiner Tipp für alle, die mit verschiedenen Brennweiten fotografieren. Eine Veränderung der Brennweite kann das Motiv auch komplett beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel eine Aufnahme mit Weitwinkel machen und dann die gleiche Aufnahme mit Standard, dann haben wir komplett andere Sichtweise. Das heißt nicht, dass wir die Motive nur mit einer Brennweite fotografieren können. Wir können natürlich mit verschiedenen breiten Brennweiten experimentieren und dazu würde ich euch ausdrücklich raten. Weil ihr könnt Folgendes machen, wenn ihr mit Weitwinkel fotografiert, dann ist es auf jeden Fall mit Verzerrungen, mit Verkrümmungen. Ihr könnt die Perspektive wechseln und wenn ihr das Gleiche mit 70 mm fotografiert oder mit 100 oder mit 200, dann sieht das natürlich auch komplett anders aus. Einige von euch sagen, ja okay, wir fotografieren immer alles mit extrem Weitwinkel. Das stimmt, also wir lieben extrem Weitwinkel, aber in letzter Zeit gehe ich davon mehr und mehr ab, weil ich mit verschiedenen Brennweiten experimentieren möchte. Und speziell jetzt Kameras, die sagen also hier 24 bis 200 mm, also hier kann ich wirklich komplett spielen. Ja, ich kann so spielen, dass ich sage, okay, also warum habe ich das früher mit extrem Weitwinkel fotografiert, wenn das zum Beispiel mit 100 mm geht? Gut, heißt nicht, dass alle jetzt auf Kompaktkameras umsteigen wollen. Das ist jetzt nur ein Beispiel und keine Werbung für irgendeine Kompaktkamera. Es geht nur darum, dass ihr auf alle Brennweiten zugreifen solltet, die ihr habt. Ihr schleppt immer einen Rucksack mit Weitwinkel, mit Standard und mit Tele.
Und manchmal seid ihr auch einfach zu faul, die Objektive zu wechseln, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Habt ihr schon mit Bildkomposition gearbeitet? Das ist das, was Micho und ich immer propagieren bei unseren Stadtfotografie-Workshops. Bildkomposition ist alles. Einige denken, okay, ich fotografiere jetzt irgendwie und werde dann später beim Beschneiden des Bildes eine Komposition erreichen. Das ist möglich, aber es muss nicht sein. Ja? Ihr könnt natürlich auch so machen, dass ihr gleich richtig fotografiert. Das ergibt mehr Sinn, weil wenn ihr die Bildkomposition richtig macht, dann habt ihr später weniger Arbeit. Und ihr könnt Bildkomposition spielerisch gestalten und nicht nur Bildkomposition so gestalten, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt alles so komplett fertig machen. Ja? Ihr könnt auch so denken, dass ihr das Bild vielleicht bei Instagram im Quadrat postet. Also das nutze ich immer wieder. Wenn ich fotografiere, dann stelle ich mir gerade vor, also ich mache jetzt gerade ein Foto, das ist so eine Straßenschlucht mit zwei Laternen. Und ich denke, okay, also jetzt diese Komposition kann ich perfekt als Quadrat darstellen. Und ich spiele immer ganz gerne nicht nur mit Querformataufnahmen. Ich sehe zum Beispiel eine Straße und möchte Querformat machen. Nein, es lohnt sich auch, Formate zu wechseln. Hier zum Beispiel diese Straße, schaut bitte, also die sieht perfekt aus im Hochformat. Ja, also man kann im Hochformat alles wunderbar darstellen. Oder guck gerade ein Hund raus vom Balkon. Ist auch im Hochformat sehr schön. Zusammen mit Laterne. So, Doggy. Ja, sehr schön. Braver Hund. Ja, und genau das Gleiche funktioniert natürlich auch im Querformat. Im Querformat kann ich von Balkon zu Balkon fotografieren, ein bisschen weiter nach oben. Und so gestalte ich die Komposition so, dass ich quasi die Mitte, also Straßenflucht bekomme und seitlich Balkone mit Wäsche, mit Blümchen, mit Laternen und so weiter, sieht einfach genial aus. Also beide Formate haben eine Berechtigung und plus ihr habt noch die Möglichkeit auf Quadrat zuzuschneiden, um das Bild imposanter bei Instagram darstellen zu können. Thema Perspektive. Wir haben schon über Perspektive gesprochen, Blick nach oben zum Beispiel, das ist auch wechselnde Perspektive. Aber ihr könnt mit Perspektive auch ganz anders spielen. Also ich spiele mit Perspektive so, dass ich zum Beispiel auf 2 Quadratmeter komplett unterschiedliche Motive bekommen kann. Schaut bitte, also ich fotografiere einmal so, sodass ich die Wand mit Balkonen komplett im Bild drin habe. Ich achte auf Symmetrie. Ja? Dann fotografiere ich das Gleiche nochmal schräg. So, anders schräg, in andere Richtung, sodass wir quasi den Himmel oben als Diagonale im Bild nutzen. Oder ich bin immer noch hier, ich bin immer noch auf diesem Quadratmeter, ich fotografiere komplett von unten, quasi aus der Hundeperspektive. Und so bekomme ich eine Straßenschlucht, die richtig schick aussieht. Also das heißt, wir können ein Motiv aus verschiedenen Perspektiven fotografieren und bekommen spannende Einblicke. Ihr könnt dann später gucken, was euch besser gefällt, ja? Aber Perspektive wechseln lohnt sich auf jeden Fall. Und man kann innerhalb einer Perspektive die verschiedene Momente erwischen. Zum Beispiel, ich setze jetzt die Laterne in die Ecke, dann spiele ich mit der Laterne, ich benutze die Laterne quasi als Hauptmotiv und alles andere stricke ich drumherum. Und dann kann ich noch so fotografieren, dass die Laterne frei gegen den Himmel hängt. So ist quasi mein zentrales Motiv und alles andere wird drumherum gebaut. Und wer Photoshop oder Lightroom ein bisschen beherrscht, der kann natürlich die Laterne später einschalten. Das machen wir immer in unseren Videos, in unseren Fotos oder fast immer. Ab und zu mal schalten wir sie nicht ein, weil sie schon eingeschaltet sind. Aber, bitteschön, aber alles ist Frage der Perspektive und mit Perspektive können wir wunderbar arbeiten. Jetzt werde ich euch eine ganz tolle Sache verkaufen. Spiegelungen. Spiegelungen gibt es in den Fassaden. Zum Beispiel, ihr läuft an einem Schaufenster vorbei. Oder es gibt Pfützen. Wenn es keine Pfützen gibt, dann macht eine Pfütze selbst. Kauft eine 1 Liter Flasche Wasser, macht eine Pfütze und fotografiert. Und hier habe ich jetzt gerade eine schöne Pfütze entdeckt. Also das wäre jetzt was für Micho. Ja, weil mit Pfützen
ist bei uns der Micho-Fachmann und Pfützen kann man wunderbar als Gestaltungsmittel nutzen. Ja? Also ich fotografiere mittlerweile auch sehr gerne mit Pfützen, mit Weitwinkel und so bekommt man Spiegelungen, das Bild wird geteilt und sieht einfach super geil aus. Und hier an der Fassade sehe ich gerade einen Heiligen hinter Glas, also den Heiligen sieht man nicht, dafür sieht man aber Spiegelungen im Glas. Und umrahmt von Blümchen sieht das natürlich sehr interessant aus. Also das Gebäude bekommt auf einmal eine komplett andere Wirkung. Ja, wir bekommen hier andere Gebäude, die hier sich spiegeln und so können wir mit diesen Spiegelungen sehr effektvoll spielen. Man kann in die Spiegelung später natürlich auch was anderes einbauen, zum Beispiel Flugzeuge oder irgendwelche Tiere, die es eigentlich gar nicht gibt in dieser Stadt. Ja, aber gut, das ist eine Aufgabe später für alle, die mit Composing arbeiten und überhaupt surreal denken wollen und können. Ja. Aber probiert das aus mit Spiegelungen und überhaupt nasse Straße. Wenn wir die Straße so anschauen, wenn sie nass ist, dann wirkt das auf jeden Fall surreal. Das hat mehr Klarheit, das hat mehr Kontrast und ihr könnt diese Straße komplett anders empfinden. Ja. In Spiegelungen kann man dann später auch mehr Farbe reinpumpen mit selektiven Korrekturen. Auf jeden Fall das, was spiegelnde Flächen hat, ob das Wasser ist oder Glas, funktioniert immer und ihr könnt damit wunderbare Gestaltungen machen. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht von wem er stammt, von irgendeinem alten Fotograf noch zur Schwarz-Weiß-Ära, ohne Digital und ohne Photoshop, Vordergrund macht Bild gesund. Ja? Also das ist wahr und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Fahrräder entdeckt. Die gehören zu meinen Lieblingsmotiven, nicht nur Fahrräder, sondern überhaupt Transportmittel. Ja? Fahrräder, Motorräder, Autos. Ich habe schon einige Fotos euch gezeigt, wo ich quasi als Hauptmotiv ein Fahrrad nehme und alles andere drumherum stricke. Ja, und hier, also jetzt hier im Hochformat, dieses Bild, ich finde das einfach genial. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, ich komme ein bisschen näher zum Fahrrad und werde quasi von unten so fotografieren, dass die Fahrräder komplett drin sind und alles andere ist quasi als Flucht weitergeführt. Das sind Motive, die absolut dankbar sind. Mit diesen Motiven können wir sehr viel anfangen und diese Motive sind nicht wie bei jedem. Nicht wie bei jedem. Gut, wenn er jetzt anfängt, das Gleiche zu machen und alle fotografieren so wie ich, dann ist das wie bei jedem oder wie bei mir. Ja, deshalb sucht euch solche Sachen aus, positioniert ein Objekt im Vordergrund und dann werdet ihr sehen, wenn im Vordergrund ein dominantes Objekt vorhanden ist, dann sieht das Ganze richtig cool aus. Ja, und ich habe das jetzt gemacht, also ich habe immer Spaß an meinen Fahrrädern, an meinen Motorrädern und an den Autos. Das habe ich übrigens in New York auch gemacht mit einer Kompaktkamera. Ja, ein Rad von einem Auto richtig im Vordergrund und alles andere nebensächlich dargestellt. Und das sieht einfach genial aus. Probiert aus, also Blende soll auf jeden Fall geschlossen sein, ungefähr 8 oder 9, sodass ihr durchgehende Schärfe habt. Und dann werdet ihr sehen, es ist ein Motiv, was ungewöhnlich ist und sehr ästhetisch wirkt. Es ist laut, es riecht nach Fisch, es riecht nach Fleisch, wir sind auf dem Markt. In jeder Stadt gibt es verschiedene Märkte, also speziell in Spanien und in anderen südlichen europäischen Ländern gibt es Märkte, die absolut faszinierend sind. Das kann man natürlich auch perfekt fotografieren. Ja, gut, ihr müsst natürlich fragen, ob ihr das dürft, aber meistens ist es überhaupt kein Problem. Und da könnt ihr Fische fotografieren. Ich habe einmal Schafsköpfe fotografiert, in Deutschland undenkbar. Ja. Es soll auf jeden Fall sehr lecker sein, ich habe es noch nicht probiert, aber es sieht gruselig aus. Und klar, also Fische, dann verschiedene Tintenfische, Krabben und so weiter. Das sind Motive ohne Ende. Die Märkte fotografieren lohnt sich auf jeden Fall. Geht einfach durch, fotografiert mit verschiedenen Brennweiten, nutzt Bokeh, weil zum Beispiel, wenn er einen Krebs oder eine Krabbe fotografiert, dann sieht das richtig schick aus, dann sieht das sehr ästhetisch aus. Fische, Meeresfrüchte und andere Sachen, oh, also das ist absolut genial. Und wenn ich daran denke, dass wir das kaufen können und irgendwas Leckeres zubereiten können, da wird es mir fast schlecht, es wird schwindelig. Ich möchte sowas essen. Und nicht nur das, auch Früchte, Getränke, andere Motive, einfach treiben auf dem Stadtmarkt.
Das ist auf jeden Fall interessant und sehenswert. Und wie gesagt, spielt mit der Kamera, spielt mit verschiedenen Brennweiten, spielt mit Motiven. Ihr werdet sehen, es klappt. So, jetzt habt ihr gesehen, es gibt viele Tipps zum Thema Stadtfotografie. Das, was ich jetzt erzählt habe, das ist natürlich nicht alles. Es gibt noch viel mehr, aber gut, darüber kann man stundenlang erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like, abonniert unseren Channel, teilt unseren Channel mit Freunden, mit Verwandten, mit Oma und mit anderen Leuten. Wir freuen uns. Und ja, wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann schaut bitte bei uns im Shop vorbei. Wir haben Videos zu verschiedenen Themen, Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, Bildcomposing. Wir haben verschiedene Aktionen, Presets und Filter für Photoshop und für Lightroom. Damit könnt ihr schneller und effektiver arbeiten. Und speziell zum Thema Stadt- und Architekturfotografie haben wir ein Video unterwegs mit Micho und Pavel in New York. Das gibt es als Download oder als Doppel-DVD. Da zeigen wir zum Beispiel die Marmeladisierungstechnik. Weil Marmeladisierungstechniken, wir sehen, die werden immer populärer. Ihr mögt das, euch gefällt das, wenn ihr die Fotos richtig intensiv bearbeitet, und dort in diesem Video zeigen wir das. Okay, dann sehen wir uns nächsten Freitag. Wir freuen uns auf euch. Macht schöne Bilder, macht schöne Videos, macht schöne Bildbearbeitung. Habt Spaß an Fotografie. Bis zum nächsten Mal. Ciao.